Hallihallo und herzlich willkommen hier auf dem Channel von The Hawk Fireworks. Ja, heute mal für euch ein kleines Update zu einer Pyroland-Bestellung 2020. Und was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Viele. Ja Leute, wie ihr hier sehen könnt, ne, ein schönes kleines Paket von Pyroland. Ja, und da sind ein paar Neuheiten drin, 2020, die ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte. Ne? So, ich habe das schon mal aufgemacht und ein bisschen zusammengewürfelt. Ne? Nicht wundern. Ja, guckt euch das mal an. Oh, sieht das nicht cremig aus? Ja, hier haben wir unter anderem das BKS Alpha Bombenrohr. Ja? Schönen Salutschlag mit goldenen Schlangenschweifaufstieg und lauten Knallstern. Ja, auf jeden Fall ein richtig feines Teil. Ne? F2 das Ganze. Ja, und 25 Gramm NEM, also das Maximalste, was überhaupt pro Single-Shot möglich ist. Ja, das ist eine Erweiterung zum BKS 1. Ne, freut mich richtig und ich hoffe mal, das Ding wird auch ordentlich zimmern. Ne, werde ich natürlich testen, ganz klar. Ja. Oh, sieht gut aus, ne? Das ganze Ding habe ich, glaube ich, viermal drin. Ne? Kickt euch das an, da auch nochmal so schön lecker Schmecker. Oh, Filet. Oh. So, dann haben wir hier, und zwar, ja, Pech und Schwefel, ja. Zwei Effekt, ein Rohr, Salut Knallstern, ja. Natürlich auch richtig geil aus, ne? Das Ganze natürlich auch, F2, ja. Und auch 25 Gramm NEM, ja. Hergestellt 2020, seht ihr ja, ne? Ja, Pech und Schwefel, Feuerwerksrohr, oh. Oh. Salut Knallstern. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ne? Hier haben wir nochmal Pech und Schwefel. Und zwar ist das diesmal, ja, Salut Orange. Ich bin richtig gespannt. Ich glaube, jeweils habe ich davon auch viermal. Ne? Hier haben wir auch nochmal Salut Knallstern. Ne? Boah, Verarbeitung ist schon wieder mega hier. Ne? Richtig geil. Ja, dann kommen wir zur nächsten Neuheit. Ja, und das ist giga geil. Ne? Knallstern-Korsette, ne? Sehr schön. Ja, 6 Schuss in 3 Rohre jeweils aufgeteilt. Ey. Ne? Das ganze Ding hat auch eine NEM. Momentos, Schmackos, Filetius, 61,5 Gramm NEM. Ne? Das ganze natürlich auch F2. Also hat sich Pyroland dies ja richtig ordentlich was einfallen lassen, was auch Singleschutz betrifft. Ne? Und zum BKS nochmal hier, ne, ich hatte ja damals schon gesagt hier, oder vorgeschlagen, dass eine Salutbatterie nicht schlecht wäre. Ja, und die Wünsche wurden erhört, ne. Ja, hier haben wir ebenfalls nochmal giga geil, und zwar die Regenbogen-Korsette, ebenfalls auch 6 Schuss, ne. Und das ganze Ding hat auch 61,5 Gramm NEM, ja, auch hergestellt 2020 aus dem Hause Pyroland. Och, einfach romantisch. Ich freue mich schon echt auf die Test, ey. Richtig cremig. So, was ich natürlich bemängeln tue, ne, das seht ihr hier schon, das sind die Füße. Also die sind richtig komisch verklebt. Ich weiß nicht, ob das bei allen so der Fall ist. Na, hier sieht das ein bisschen anders aus noch, ne? Aber ihr seht ja, das sieht so verschmiert aus. Ne, das ist auch nochmal die Regenkorsette. Das Design ist wirklich Hammer geworden, ey. Richtig geil. Ja gut, auf den Fuß, ne, kann man ja schieben. Hauptsache der Rest funktioniert. Hier sieht es noch ein bisschen anders aus, noch ein bisschen besser. Ich meine, das könnte man wirklich besser machen, gerade wenn die ja sowieso auf Qualität liegen. Ne, das ist die Knallstern-Korsette von Gigageil. Ne, auch romantisch. Gucken wir mal, was hier so schön drin ist. Das ist auch 61,5 Gramm NEM. So, auch 6 Schuss natürlich, ne? Ja, sehen wir hier schon, ne, die anderen noch hier. BKS, das dritte und das vierte Rohr, ne? Und hier jeweils die anderen von Pech und Schwefel. Ja, sehr schön. Ja, dann habe ich noch was, nicht wundern, das habe ich jetzt schon ausgepackt. Und zwar, habe ich noch das Knisterteufel Mix hier. Und zwar da. Ne, Feuerteufel pink, blau, rot mit Crackling. Ja, ist diesmal diese Mischbox. Ne,
Wirklich sehr schön. Ja, das Ganze hat natürlich 105 Gramm NEM, F2, das Ganze. Ja, hatte ich selber noch nicht gehabt. Bin ich mal gespannt drauf. Denn das Premium Kometenmix, ne? Sind ein paar wunderschöne Dinger drinne. Einfach nur Kometen oder auch hier Crackling. Ganze hat 142 Gramm NEM, ne? F2 natürlich. Ja, auf jeden Fall. Design sieht schon mal richtig geil aus. Ich würde da gerne mal reingucken, aber das werdet ihr ja sehen bei den Tests. So, was habe ich noch bestellt? Ich euch zeigen. Und zwar, hier haben wir das schöne Raketensortiment. Schwerkraft. Na? Sechs einzigartige Raketen mit Schweif, lauten Knall und Brokatglitzerweide. Na? Hier sind sechs Raketen drinne. Richtig cooles Design. Ja, aus dem Hause Pyroland, wie ihr seht. Ja, sechs Stück. 117,6 Gramm NEM, das Ganze. Nur im Freien verwenden, ist ja klar. Ne? Aber richtig cooles Design, das muss ich ja sagen. Das gefällt mir wirklich. Schaut euch das mal an. Schön, oder? Ja, dazu passend. Die Nico Glycerin. Ja, auch sechs Raketen mit Silberschweif, Knall und Cracklingwolke. Bin ich auch richtig gespannt drauf. Das Ganze hat eine NEM von 117,6 Gramm. Ne? Auch F2 natürlich. Ja, seht ihr ja, ne? Richtig cooles Design, oder? Yes, schmecki, fatzi. Ja, und worauf ich mich am meisten freue, das sind die Mondscheine. Na, guckt euch die mal an hier. Richtig cremig, richtig cooles Design. Das erinnert mich irgendwie dran an diesen Malwettbewerb, den Pyroland hatte. Da kam dieses Design vor hier, so, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das wurde übernommen. Auf jeden Fall, die Mondscheine sind ein paar richtig schöne Schüttraketen, ne? Mit Schweif und Schüttbouquet in Weißblinker oder Goldglitzer. Ja. So, diese schönen Raketen haben 118,8 Gramm NEM, ja, auch sechs Stück jeweils drinne. F2 das Ganze, ne? Ich zeige das noch mal so richtig klassisch romantisch hier. Mondschein. Einfach cremig. Filet. So, denn von Funke, Lilliput-Raketen. Raketen, sag ich schon, ich meinte Raketen. Ja. Ne, das ist auch eine Neuheit von diesem Jahr. Richtig cool sogar. Ich konnte die schon einmal hier testen. Und zwar in der Halloween-Tour. Das war richtig cremig. Ne, ihr seht ja, so schön, so sexy. 80 Gramm NEM. Und die sind wirklich laut. Also habe ich echt gestaunt. Vor allen Dingen die blaue Variante, die gefiel mir richtig. Ne, also sind immer verschiedene drinne. Hier vier Lilliput-Rakete Silbercracker. Zweimal blau. Weißblinker zweimal und Brokat zweimal. Für diese kleinen Dinger, ohne Mist, haben die einen ganz schönen Futter hinter. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also da hat Funke wieder mal was richtig Schönes gemacht. Ne? Ja, dann habe ich noch einmal dieses schöne Future Glas. Oh, Future Rockets von Komet. Ja, ich weiß jetzt wieder, jetzt höre ich wieder, oh Komet, so eine Scheiße, aber diese Zingelschutz, die sind wirklich gut gewesen. Also. Ne? 76 Gramm NEM, das Ganze. Jo, ich fand die damals geil schon. Und ich würde sie mir auch immer wiederholen. Ne? Leider ist das so, dass die langsam aus den Jahre kommen. Aber dennoch, wenn man sie hat, sollte man sie festhalten. Ne? Ja, das war's erstmal zum Ganzen hier. Auf jeden Fall werde ich euch mal die Raketen präsentieren. Die werde ich mal hier testen. Auch diese schönen Zingelschutz, Pech und Schwefel und BKS Alpha. Denn auch die Giga geil. Na? Ein cooles Design, ey. Und das haben sie ja übernommen von BKS hier. Oh, da bin ich richtig, richtig gallig drauf, ey. Oh, Stasch. Ja, wenn wir mal eine kleine Gesamtübersicht machen, ne, von den ganzen schönen Teilen. Und dann, oh, sehen wir uns gleich. Filet. Ja,
hier mal nun zurück zur Gesamtübersicht. Na? Jetzt haben wir hier die schönen Mondscheinraketen, richtig geiles Design. Denn die Schwerkraft schön hier, richtig sexy lecker, die Lilliput-Raketen von Funke. Ja, gigageil Regenbogen-Korsett, den Knister-Teufel-Mix. Ne, dann haben wir hier die BKS Alpha, die Future Rockets, ne, die Nikoglycerin-Raketen, Pech und Schwefel, Salut Orange, den Pech und Schwefel, Salut Knallstern, der Premium Kometen-Mix, wie ihr sehen könnt, und gigageil Knallstern-Korsette. Ja, das ist ein richtig schönes Sortiment. Ich denke mal, damit kann man auch viel anfangen. Vor allen Dingen, weil die Raketen auch sehr, sehr günstig sind. Ich hoffe mal, dass die auch wirklich so gut sind, wie es auf den anderen Videos rüberkam. Ich denke mal, da sollte sich jeder eine eigene Meinung bilden. Ja, ich werde es auch tun. Ich werde es auch hier testen. Ich werde euch auch mit einem Video versorgen von den Pyroland-Artikeln. Und ihr könnt gespannt sein. Ja, ich hoffe mal, ihr schaltet wieder ein, auch beim nächsten Video. Es kommt noch hier einiges an Stoff, aber leider ein bisschen später, wie gedacht. Aber das macht ja nichts. Hauptsache es kommt und wir haben alle Spaß zu Silvester. Lasst euch da nicht kleinkriegen oder so, ne? Es wird schon alles hier gut gehen. Wir hatten sowieso ein mieses Jahr 2020. Lasst es einfach hier rummeln. Passt auf die anderen auch und so. Und haltet euch auch an dem, was die Regierung gesagt hat, alles, ne? Nur dann erspart ihr euch Ärger mit den anderen. Unter anderem auch. Und ja, Moment. Bis zum nächsten Mal. Euer Hawk Fireworks. Filet? Schnaschi schnasch? Ja, schnaschi schnasch. Rot und Adudu schnisch. Filet.